In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden. Zur Not mit Zivilisten. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände. Welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Dass diese Kultur aus dem besten Europa überschwemmen. Wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Sofort! Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Letzten Mann dafür einzusetzen, das ist unsere Pflicht. Ritter von Grein und Fräulein Rettschau. Verrat! Ich hätte gut daran getan! Und auf was ist los? Woher kommt die Schießerei? Möglich gemacht! Ja! Da ist das denn wahnsinnig geworden. Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Sie nennen sich Generale, weil sie... Sofort! Kann und darf nicht sein. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird. An meiner Person! Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wildpark Werder. Welche Aufregung in der Stadt. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zogen. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört!